Wenn der Imam im Sitzen vorbetet, da gibt es verschiedene Situationen. Grundsätzlich ist das nicht legitim. Wenn jemand, ein Imam, zur Ausführung einer Säule nicht in der Lage ist, dann darf er nicht vorbeten. Es gibt hier jedoch die Ausnahme eines festen Imams, das heißt, wir haben einen festen Imam in der Moschee, den nennen sie auch Al-Imam Ratib. Zweitens, der nur vorübergehend verhindert ist vom Stehen, also er ist nicht chronisch erkrankt. In diesem Fall ist es so, wenn der Imam das Gebet im Sitzen beginnt, dann sollten die Mitbetenden ebenfalls sitzen, auch wenn sie dazu in der Lage sind zu stehen. Das kommt im Hadith von Aisha radiallahu anha vor, der ist in den Sahihain. Wenn der Imam im Sitzen vorbetet, da gibt es verschiedene Situationen. Grundsätzlich ist das nicht legitim. Wenn jemand, ein Imam, zur Ausführung einer Säule nicht in der Lage ist, dann darf er nicht vorbeten. Es gibt hier jedoch die Ausnahme eines festen Imams, das heißt, wir haben einen festen Imam in der Moschee, den nennen sie auch Al-Imam Ratib. Zweitens, der nur vorübergehend verhindert ist vom Stehen, also er ist nicht chronisch erkrankt. In diesem Fall ist es so, wenn der Imam das Gebet im Sitzen beginnt, dann sollten die Mitbetenden ebenfalls sitzen, auch wenn sie dazu in der Lage sind zu stehen. Das kommt im Hadith von Aisha radiallahu anha vor, der ist in den Sahihain. Sollte er also verhindert sein, nur vorübergehend, dann beten Sie mit. Im Hadith von Aisha radiallahu anha, der in den Sahihain überliefert wird, darin erzählt sie, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich eine Beschwerde hatte und im Sitzen bat. Und diejenigen, die hinter ihm mitbaten, waren am Stehen. Und sie sagte, fa'ashara ilayhim anijlisu. Er deutete dann mit einer Handbewegung darauf hin, dass sie sich hinsetzen sollen. Fasallu julusan. Und sie beteten dann im Sitzen. Und dann sagte er, nachdem er das Gebet beendet hatte, er sagte, es ist ein längerer Hadith, dass innama ju'ila al-imamu li'utamma bih, der Imam wurde nur gemacht, damit man ihm folgt. Wa idha salla julusan, fasallu julusan ajma'in. Wenn er im Sitzen betet, dann betet alle im Sitzen.